Schön, dass Sie da sind beim heutigen Ventil. Wir haben ganz tolle, spezielle Nummern hier in der heutigen Sendung. Nein, wir haben keine mehr, die Spaghetti hier in die Nase reinzieht und hier wieder rausnimmt. Machen wir nicht mehr. Es hat zu viele Reklamationen gegeben. Was wir machen werden, ist Folgendes. Wir werden Ihnen unter anderem die Uriella zeigen. Unsere gemeinsame Freundin Uriella, die schon hier in der Sendung war. Wir werden ganz einen tollen... Ich sage nichts mehr. Warten Sie es ab. Max! Max, können Sie mich hören? Habt ihr was? Maxes Leiden, Max. Ja, das war ein bisschen wenig, ja? Ist das eigentlich ein Gedicht schon? Wir schauen mal, was Uriella da sagt. Bitte volle Konzentration. Oh, bitte, bitte, bahnfrei. Ah, das ist doch eigentlich ein Motto, das wir uns hinter die Ohren schreiben könnten. Nochmal. Oh, bitte, bitte, bahnfrei. Hä? Ach, bitte, bitte, bahnfrei. Bahnfrei, sei zu lieb. Bitte, bitte, bahnfrei, sei zu lieb. Das müssen wir uns merken. Herr Kunz. Hey, Frank. Hallo. Hallo. Ja? Ja, also, wie hast du meine Schweizer Wahl gefunden? Interessant. Ah. Einfach mal so grob interessant. Ich will jetzt nicht... weiter ins Detail gehen. Es ist also, im Prinzip sind ja alle gleich gewesen. Es hat keine grossen Unterschiede gegeben. Mhm. Aber ich habe es sehr mutig gefunden, dass man uns als Zuschauer auch so etwas zumuten. Das habe ich noch mutig gefunden. Also so gesehen, sehr interessant. Und welche hat am besten gefallen? Hm? Welche hat am besten gefallen? Die mit dem Busen habe ich noch interessant gefunden. Bispi? Nicht? Also wir haben hier, vielleicht wäre das etwas für dich, auch etwas, was an der Miss Schweiz war, sehr interessant war. Wir haben also die beiden geklonten Mädels. Und jetzt passet auf, der Benny Thurnherr. Da fällt einem ja eigentlich noch nichts auf, außer dass er einen Anzug hat, der irgendwo nicht gerade unbedingt auf ihm passt. Wenn jetzt da ein Miss der Schweiz drin wäre, okay, okay. Aber von ihm erwarten wir eigentlich mehr da den Pulli, der an der Seite die Knöpfe hat. Wir kennen den ja aus dem... seiner Sendung, da hat er schon früher angehabt, da mit den Knöpfen an der Seite. Aber da, was eben viel interessanter ist, er hat leider, muss man sagen, leider hat unser Benny von den Fingern her da ein bisschen das Defizit. Man sieht das ganz gut. Er hat also da einen Finger eingeklemmt und man hat müssen das vordere Teil, muss heute ja vorsichtig sein, was man sagt, aber das vordere Teil hat man ihm müssen wegnehmen. An dieser Stelle da zum Benny Thurnherr, gute Besserung, Benny, das kommt schon wieder. Bis froh hat man kein anderes Teil. Müssen abnehmen. So, also wir haben heute wieder ein vollgestopftes Programm mit Künstlern. Wir haben zum Beispiel einen fantastischen Seilspringer hier bei uns im Studio. Und ich darf vielleicht den Urs, nein, wer heisst Stefan Lerch. Stefan Lerch, hierher bitten, um mal einen ersten Auftritt auf unserer Showtreppe zu machen. Ja. Stefan Lerch. Ich kann im Studio einmal einen Applaus geben. Gut. Was zeigen Sie uns? Also eigentlich wollte ich zuerst durch die Nase ziehen, aber dass du das schon siehst, wenn ich mal damit umspringe. Okay, ja. Das ist so der Angern-Shuffle. Das übliche, ja. Ja, das ist nicht schlecht. Wir kommen vielleicht auf die eine Bewegung dann noch mal zu sprechen. Das ist die, die ein Bekannter von uns, der wir in dieser Sendung auch haben werden, macht. Das war der Rex Gildo-Shuffle, so früher. Gut. Ich hoffe, wir werden im Verlauf der Sendung noch den einen oder anderen Höhepunkt von Stefan Lerch sehen. Im Moment ist es ja mehr so, wie es jede Primarlehrerin kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Daniela Senn. Ja, hoi Frank. Grüezi, Daniela. Ich bin letzte bei More Life. Ja. Und ich muss sagen, also, das ist deine Sendung gerade. Ja, also hat super. Hat er dich gezahlt für so eine Aussage? Oder wie? Nein, gar nicht. Ui, und das Früchtli-Ballett, das ist also wirklich das Primitivste vom Primitiven. Ja. Ja, ja gut, er macht natürlich eine Late-Night-Show. Da muss man auch ein bisschen Toleranz sein, finde ich. Jetzt persönlich. Aha, man kann, darf das nicht alles auf Goldwaage legen. Ja. Ist natürlich nicht Kult in dem Sinn. Ja, aber also wirklich, was da den Zuschauern vorgegaukelt wird, das aber, ist ja so. Ja, das ist im ganzen Fernsehen so. Das ist natürlich da nichts Aussergewöhnliches. Das bei dir dann auch so?
Bei uns, wir arbeiten natürlich mit weniger Geld. Ah, eben darum ist doch viel echter. Den Spaghetti-Menschen haben wir alle uns können vergrölen. Ja, ja, wir arbeiten mit weniger Geld, aber natürlich, das ist auch ein bisschen hemdsärmelig zum Teil, oder? Ja, ja. Ich habe zum Beispiel immer noch den gleichen Anzug wie der erste Sendung. Hm? Das ist doch viel typisch schweizerischer. Ja, sicher. Nein, man muss auch dort, man muss auch manchmal ein bisschen sparen, oder? Jawohl, ja. Kann ich dir sonst noch einen Gefallen tun? Nein, das ist schon gut. Ist das schon alles? Jawohl. Schau mal, ich habe da etwas, das vielleicht in deinem Jahrgang liegen könnte. Also ich nehme an, wir haben den gleichen. Schau mal da. Hast du jetzt das gesehen? Ja. Das ist ja ein Ausschnitt aus dem Schweizer Fernsehen, aus einer Sendung vom Schweizer Fernsehen, Megaherz. Jawohl. Und jetzt muss man es einfach mal genau anschauen, was er da macht. Ja. Vielleicht könnt ihr mir den Seilspringer mal bitten, wenn Sie wollen, schnell auf den Monitor schauen, dann tun wir Ihnen einspielen die Bewegung und dann können Sie die Bewegung mit dem Springseil machen. Vielleicht, Achtung, wir schalten das auf den Monitor um. Moment, tack. Haben Sie gesehen, den Kick? Können Sie uns den mal rasch geben? Tack. Und jetzt mit dem Füdli hinten noch so ein bisschen wackeln wie der Gildo. Genau. Ja, das war der Rex Gildo in der Sendung. Wo ist jetzt meine Kamera bitte? Da vorne. Möchte ich doch Prioritäten setzen. Ja. Ja. Das ist also der Rex Gildo, ein alter Bekannter von uns. Und wir hätten ihn sehr gerne live im Studio gehabt. Hat uns dann nur eine Widmung gegeben. Und ich möchte, dass Sie die Heime das vielleicht auch anschauen und so, vielleicht sogar nachstellen. Gerade wenn Sie in einem Altersheim daheim sind oder zu einem katholischen Frauenhund gehören, dann könnten Sie das vielleicht machen. Schauen Sie, passen Sie auf. Wir haben hier nochmal. Tack! Und jetzt vielleicht das Ganze nochmal zurück. Schauen Sie, auch seine Mimik ist natürlich gross. Also Sie werden sich fragen, warum die Mimik? Warum? Hat er eher ein verkrampftes Gesicht, obwohl er vorher freudig klatscht. Sehen Sie, es ist alles gespielt. Und Sie werden sehen, warum er das macht. Er hat natürlich ein kleines Problem. Man sieht das hier. Wenn Sie jetzt hier weitergehen. Tack! Passen Sie auf. Was sehen wir hier? Die Suppe. Oder? Das hinten ist der Hals. Der Hals ist echt. Also, das ist rein von der Materie her ist der echte Hals. Von der Farbe her ist natürlich nicht mehr original, oder? Weil er hat schon gewisse, also seine natürliche Farbe liegt sehr nahe in dem Bereich hinein da. Es ist mehr im Fahlen hinein. Also vielleicht bei den Zehen könnte man noch ungefähr finden. Und jetzt, wenn Sie es anschauen, sehen Sie, schauen Sie mal. Jetzt muss er natürlich, gerade wenn er einen Kick macht, aufpassen, dass ihm da die ganze Ladung nicht so vorne runterrutscht. Es ist ja klar, er muss sehr vorsichtig umgehen. Und darum schaut er beim Kick eben so verkrampft schauen. Ein bisschen. Ein bisschen. Sehen Sie, es sieht es auch beim Lachen. Er tut nicht richtig laut rauslachen, er macht es immer eher langsam. Vielleicht können wir da vorne noch mal ein bisschen mit diesen Haaren. Oh, schauen Sie. Da erkennt man ja jedes Tupé an dem. Sehen Sie? Es liegt einfach nicht an. Also, wenn Sie jemanden sehen, dann können Sie ja ganz so gut sagen: Tupé. Das ist eigentlich das Tupé vom Herrn Rex Gildo. Ich hoffe, es hat Ihnen Eindruck gemacht. Ja, schon weg. Peter Hohl. Dann warten wir rasch. Wir haben jetzt die Michelle. Michelle, komm mal zu mir bitte. Michelle macht ganz einen grossen Auftritt. Sali, Michelle. Nein, Nuki, willst du nicht nur Sali sagen? Du darfst hier raufklettern. So. Kannst du alleine hier rauf? Dann hole ich rasch das Mikrofon. So. Ah, wir haben natürlich einen Gentleman, der hilft. Meine Damen und Herren. Zuhause, in der warmen Stube, im Altersheim, passen Sie auf, was jetzt mit dieser jungen Dame passiert. Sie wird ihren Nucki nehmen, ins Maul tun. Tun mal ins Maul rein. Hm? 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 Und jetzt noch nicht langsam. Jetzt passen Sie genau auf, was sie macht. Sie macht eine Rolle mit dem Looping. Und zwar um 360 Grad, wenn ich sage, Achtung, fertig, los. Da rein schauen. Achtung, fertig, los. Unglaublich, ein Applaus. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe das jetzt voran. Sie hat mir gesagt, ich müsse es ausprobieren. Und ich habe es geübt und ich kann es immer noch nicht. Es ist nicht einfach. Hm. Mach. Fest drehen. Gut drehen. Hey, nochmal. Sehen Sie, und absolut geräuschlos. Das ist eben das Fantastische. Kannst du die andere Richtung auch noch? Rum? Grossartig. Sehen Sie, und wie alt bist du? Weißt du, wie alt du bist? Michelle. Michelle. Sie ist Michelle und kann. Kannst du das auch? Schau mal.
Patrasch. So durchdrehen. Was? Ja, gut. Wenn Sie zuhause auch so einen kleinen Mensch haben, der so etwas kann, Herr Paul, danke Ihnen vielmals. Wenn Sie auch so einen Mensch zuhause haben, dann schicken Sie ihn doch ins Fernsehen. Machen Sie aus dem jungen Menschen einen Star. Es gibt horrende Gagen. Und ja, wir sind also für alles offen. Herr oder Frau Widetz? Frau Widetz, Herr Widetz? Ja, hier. Grüezi. Grüezi, Baumann. Grüezi wohl. Ich schaue eure Sendung eigentlich gern, ob schon mal eigentlich da von den Leuten, die die Sendung schauen, sagt man gern, dass sie ein bisschen toben. Ich finde die Sendung sehr gut. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen im falschen Platz, aber es ist eine sehr gute Sendung, die sie machen. Ich finde das gut, dass es Leute gibt, die ein bisschen aufzählen dürfen, was sie auf dem Herz liegen. Das ist ganz gut. Aber jetzt in der letzten Zeit mit einer neuen Auflage, die sie machen mit den Künstlern und ist immer das Gleiche wie vorher. Ja. Aber schon sieht es super, sehr gut. Da bin ich sehr froh. Können Sie das auch noch auf Hochdeutsch sagen? Weil wir haben sehr viele Zuschauer. Wir haben auch hier jemanden aus Frankreich. Einen Bernard von Bergbach-Egy von Saint-Louis. Ja. Und der würde sich freuen, wenn er das auch verstehen hätte. Er hat einen langen Brief geschrieben und darin geschrieben, er versteht fast nichts, aber er findet es immer schön. Ja, das hätte sich zum Tele 24 melden. Das wäre gut, da sucht es einige Leute. Nein, wenn Sie das Lob noch einmal auf Hochdeutsch sagen könnten. Nein, ist schade, dass ich nicht eigentlich privat mit euch telefonieren kann. Das ist eigentlich ganz schade, ich bin sehr viel mit euch reden. Ich finde, das wäre gut, mit euch mal ein Gespräch führen. Schade, man kann das nicht. Also, das war ja primitiv. So eine reisst einem das ganze Image ab, oder? Die Loberei, die macht einem völlig krank. Was haben wir da noch zum Thema Rex Gildo? Haben wir noch etwas? Oh, jetzt müssen Sie schauen, jetzt kommt ein absoluter Höhepunkt. Nicht erkannt. Da. Was fällt uns auf? Was fällt uns bei dem jungen, aufstrebenden Fernsehschaffenden auf? Er hat eine sehr behaarte Brust. Sehen Sie, wie die Haare, die Brusthaare da unten raufkommen? Das ist also extremer als beim Harry Hasler. Und gut, das irritiert es natürlich auch, aber das wächst da von unten rauf. Und ich meine, für das, dass er in der Tagesschau auftritt, finde ich seine Krawatte auch nicht ohne. Das muss man mal einfach jetzt an dieser Stelle sagen. Also das Ganze, sehen Sie mal, die Krawatte und das gestreifte Hemd. Das ist natürlich jetzt ein bisschen viel aufs Mal für uns, wo wir es nicht so oft gesehen haben. Wenn man es mehrfach gesehen hat, gewöhnt man sich daran, dann nachher stört einem auch die Haare nicht mehr da. Ich meine, man könnte sie ja da unten rasieren, so bis daher. Das ist ja der Rest ist ja gleich. Aber jetzt gerade die Ruhe, die in diesem Bild drin ist, ist sehr speziell. Wir haben uns schon überlegt, ob er... Jetzt habe ich sie aber voll verwünscht. Wir haben uns schon überlegt, ob das die Brust, gar keine Brust haben, sondern vielleicht von da oben so abgezogen werden. Und wir sind dann da nicht zu einer richtigen Lösung. Aber was wir sicher wissen ist, die Haare sind nicht wie bei den Politikern hier angemacht und können darum auch nicht mit einer Klappbewegung aufgeklappt werden. Also, die Frauen im Team haben gesagt, es können nur Brusthaare sein und wir sind uns da nicht so ganz sicher. So. Jetzt kommen wir zu einem weiteren grossen Höhepunkt der heutigen Sendung. Das ist der Oskar Brodbeck. Ein Applaus für den Oskar Brodbeck. Der Oskar Brodbeck ist nicht irgendein Oskar Brodbeck, sondern ist der legendäre Oskar Brodbeck, der Stimmenimitator. Und ich möchte Sie bitten, jetzt einmal Ihre Stimme zu imitieren. Sie haben das Mikrofon. Wir sind bereit. Die ganze Schweiz hört Ihnen zu. Ja. Es ist also von Gotthelf. Ich habe schon als Bub das auch im Hörspiel gehört und später als Film. Ich könnte die Filme alle Jahre wieder reinschauen. Als Erster Leopold Biberti alias Hagelhans vom Blitzloch, wo er Uli begegnet ist. Ja. Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Da kann jeder kommen. Wer hat dich geschickt? Passen. Hast noch gedacht. Gut, kannst du mich einschreiben. Weder der Passer kannst du sagen, Hagu Hansi ging noch der gleiche Auflad. Das ist jetzt, welcher Teil war das? Welcher Teil vom Stück?
Vom Hagohans. Hagohans, ja. Ich habe es noch gedacht. Es ist mir ein bisschen, aber ich kann natürlich auch nicht mehr alle stellen, aber es ist sehr ähnlich. Ja. Gut, wenn wir schauen, ob sie noch von der anderen Seite... Emil Hegetschwiller, alias Jockeli von Glunke. Wir wären lieber Ruhle bekämpft, Glunke, ist das das? Ja. Gut, wenn wir hören. Der Ueli, der Meisterknecht, er tut mir zu viel Regenten. Heute alle das nicht. Es wäre mir noch kurios, wenn ich meinem Alter noch koioniert werden sollte. Können Sie den mittleren Teil noch mal bei dem kurioniert werden? Kurioniert werden. Eben, ja. Sie haben kurioniert gesagt. Ah, so. Kujoniert. Ja, gut, ja. Machen Sie noch schnell den dritten. Ja, er stellt sich gerade selber vor. Ich bin der Heinrich Gretler. Ich habe eine Nase wie ein Velosattel. Dr. Humoris Causa. Und was er zum Uli gesagt hat, Uli, gell, du hast etwas zu verlieren. Der gute Name. Denk dran, Uli. Sehr gut. Darf ich noch etwas fragen? Haben Sie auch noch modernere, zum Beispiel den Manny Weber? Oder nein, sonst machen Sie nur historische Figuren? Nein. Schauspielmäßig. Wenn ich den Abgang habe, kommt dann noch moderne. Vielleicht noch eins zu euch. Kann ich noch eins bringen vom Gotthelf? Ja, dann gehen Sie mal, tun Sie ein bisschen spulen, mal kurz. Ja, das ist gut. Ernst Mischler, alias Dürlof Peter. Ja. Bekannt aus dem Werk nach Worb. Ja. Ja, ihr wisst ja den Weg, gell, nach Worb. Jetzt könnt ihr dann wieder den Mantel nehmen, oder heute natürlich auch fahren nehmen, gell? Ja. Und am Schluss, Elise, vor Glunke, das möchte ich eben nicht nachmachen, aber er hat gesagt, da bin ich, und da hat er mich, und da bleibe ich. Und als letztes, einer, der gar nicht in Gotthelfingen passt, das wäre der Fußballtrainer Giovanni Trapattoni. Das ist das gut. Das wäre mein Abgang. Ja, dann gehe ich auf die Seite, weil der ist ja hässig. Ein Stimmenimitator ist doch kein Idiot. Ich habe fertig. Gut. Das war vielleicht gerade für unseren Freund in Frankreich, von den Herrn Bernard. Er hat eine Stimme imitiert, gerade mehrmals hat er imitiert. Und es waren dann auch Schauspieler, die keiner kennt hier und die man auch im Radio gehört hat. Mal, aber es ist schon lange her. Was ist los, Herr Rütsche? Sie haben reingeredet. Herr Rütsche! Ah ja? Sie haben reingeredet, bitte. Wollen Sie noch mal reinreden? Ja, sicher, gern. Ja, erzählen Sie. Also, ich wollte mal fragen, was die Frau am Markt von der Sendung unter dem Pult gemacht hat. Gar keine. Da hat es keine Frau unter dem Pult gehabt. Doch. Die mit dem, nachher mit dem Schüffel und dem Bässeli und dem Führer gekommen ist und wo man mit dem irgendwelche Beweise auf die Seite geschafft hat. Ich so, Stichwort Monika Lewinsky. Nein, da kann ich jetzt also beim besten Willen nicht helfen. Übrigens, Stichwort Monika Lewinsky, der Herr Hüppi ist zurückgetreten als Redaktionsleiter vom Sport. Leiter, muss man sagen, ist er zurückgetreten. Er tut weiter moderieren. Und es hat ja niemand gesagt, er soll zurücktreten als Leiter. Man hat eigentlich mehr gemeint als Moderator. Und jetzt ist es halt gleich anders gekommen, wie man gemeint hat. Frau Bigler. Frau Bigler? Hallo. Grüezi, Frau Bigler. Grüezi, Herr Baumann. Ich höre Sie oder schaue sehr gerne Ihre Sendungen, aber mich würde mal interessieren, wieso liegen Sie auch Krawatten immer auf dem Tisch? Gehört er dazu oder ist das ein Mödeli? Das kann ich Ihnen ganz klar sagen, vielleicht mal privat. Sie hätten eben alle Sendungen müssen schauen, dann würden Sie nicht so einen Seich fragen. Ich habe nichts gegen alte Leute. Es hat zum Beispiel ein altes, sehr altes Bärli den Brief geschrieben, Anneliese und Jacques Stüssi von Forch. Und die haben sich nämlich auch beschwert. Die haben gesagt, das sei so, dass man die wunderschönen Landschaften, die man immer sieht, dass dort nie einen Kommentar hat, welche Landschaft das ist. Wir, Klammer altes Paar, Klammer zu, haben wegen ihrer Sendung schon viel gelacht. Allein schon ihr lustiges, verschmitztes Gesicht. Verschmitzt, nicht verschwitzt. Ja, haben wir nicht noch einen Stargast? Einen Jongleur hätten wir noch. Der Herr Rohrer. Was machen denn Sie da schon wieder? Ich. Sind Sie nicht das letzte Mal schon da gewesen? Ja, ich würde so gerne immer kommen. So schön rein.
Wie sind Sie denn jetzt wieder reingekommen? Sind Sie beim Herrn Mohr gewesen, oder wo sind Sie gewesen? Nein, ich komme extra für Sie. Wirklich? Ja, kommt vielleicht jemand dann schauen, dass Sie... Was sollten noch mehr gehen? Gut. Wie heißen Sie? Gottfried Stutz. Sie sind geleitet, aber ich wollte immer kommen. Herr Rohrer, Sie sind Jongleur. Ja. Ah ja, Sie sind ja angeschrieben. Herr Rohrer. Was jongliert... Halt! Was jongliert Sie uns? Also ich tue Doppelkreuz jonglieren mit doppelgekreuzten Armen. Doppelkreuz jonglieren mit doppelgekreuzten Armen. Können Sie doppelgekreuzt vielleicht mal Springseilen mit doppelgekreuzten Armen? Gut, jetzt haben Sie erst einmal gekreuzt. Genau. Mit doppel. Gut, der kann es nicht. Jetzt haben wir schauen, wie es bei Ihnen geht beim Jonglieren. So, das ist einmal. Ja, und jetzt zweimal. Können Sie vielleicht mal im Kreuz rausgehen in die andere Drehung? Also ins normale im Kreuz. Und nicht so fröhlich, bitte. Wird es ein bisschen ernst. Sie sind wie ein Ländlerfreund, spielen Sie. Und jetzt wieder umwechseln, wechseln, wechseln! Ja, das ist sehr gut. Was können Sie sonst noch für einen speziellen Trick jonglieren? Das ist der Saturn, der berühmte. Hey, Gott, lang. Der Herr Rohrer hat mir gesagt, er hat eine Autogrammkarte und die Frauen können die bestellen aus Rohrer Jongleur von Rheinfelden. Wir verlosen diese Karte anschliessend anstelle von Ferienflügen nach Kreta und so. Oh, und Sie haben uns auch noch einen Spezialtrick vorführen. Wollen Sie den gerade machen? Sie können vielleicht dazu jonglieren, damit es ein bisschen eine Gattung macht. Gut, vielleicht halten wir, vielleicht könnten Sie schon Springseilen und er jongliert. Und Sie tun miteinander Springseilen und jonglieren. Sie müssen einfach schnell bei ihm vorne reinstehen. Und auf drei Gumpen er und Sie auch. Uiuiui. Ja, also nicht schnell. Okay. Er ist Fitnesstrainer. Dann können Sie doch wohl machen. Eins. Ui. Also, bei Ihnen wäre es gegangen. Nein, bei Ihnen wäre es gegangen, aber bei ihm nicht. Soll ich so tun? Nein, dann sieht man nicht. Nein, man muss sie ja sehen. Das ist halt manchmal, wenn die Artisten noch neu sind, dass man sie noch sieht. Gut, nicht schlecht gewesen. Gut, weiter. Halt, Achtung, Seili, komm. Jetzt! Gut, jetzt! Ja, kann noch ausgebaut werden. So, wir haben den Herrn Baumann am Telefon. Herr Baumann? Ja, Herr Baumann, grüezi. Grüezi, Herr Baumann. Ich wollte fragen, wie Sie zum Fernsehen gekommen sind. Ich bin jetzt mit dem Auto gekommen. Ich habe zu Fuß gekommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es hat jetzt eine längere Tramverbindung. Das macht jeden unterschiedlich. Sie suchen ja Talent oder, in Ihrem Fernsehen, oder? Jawohl. Oder in Ihrer Sendung, oder? Jawohl. Ich würde mich mal bewerben, um die Sendung zu moderieren. Kommen Sie doch. Wann? Am 7. Oktober. 7. Oktober? Ja, dann müssen gut, Sie aber ja. Die ganze Sendung machen. Ja, kein Problem. 7. Oktober bin ich in der Ferien. Wir haben den Sepp Trütsch als Assistent wählen. Er hat gesagt, er würde es gerne wählen und hat eine ganz wahnsinnige Ausrede gehabt. Nella Martinetti hat sowieso gerne wählen. Die hat aber nicht können, weil sie macht eine Fruchtsaftkur auf irgendeinem Schiff und lümmelt dort. Herr Paul. Tun Sie bitte nicht so lachen. Sie involvieren sich da. Und Frau Weber, jetzt habe ich aber gesagt, sollte jemand von der Aufnahmeleitung bitte Frau Weber auf die Seite nehmen. Wissen Sie, gehen Sie bitte ein bisschen rüber. Sie sind ein bisschen im Weg da. So, Eben 7. Oktober. 7. Oktober, kommen Sie einfach. 7. Oktober, Sie melden sich beim Portier, der Rest ist Routine. Ich mache es auch so. Also gut, ja, der Name bleibt der gleich, oder? Ja, der Name bleibt der gleich. Es gibt keine grossen Änderungen. Können müssen Sie, wie Sie wissen, nichts. Krawatte muss ich selber mitnehmen. Sie müssen eine nehmen, die halt da auch ein bisschen aufsteht. Aber sonst können Sie machen, wie Sie wollen. Ich habe noch eine vom Vater nehmen. Ja, das ist gut. Also. Ich habe übrigens hier noch jemanden, der sich auch beworben hat um die Sendung.
Er hat Viagra genommen und man hat ihn gefragt, ob das ein Problem sei mit der Elevation, die es gab, ob er die Tischdecke berührt hat. Und er hat folgende Antwort gegeben. Ich weiss es nicht. Bei den anderen schlägt das vielleicht an. Bei mir ist es einfach normal, im guten Sinn zu einem guten Ende kommen und zu allgemeiner Zufriedenheit. Also, Sie haben es verstanden, es hat nicht angeschlagen und sind alle zufrieden, es ist wunderbar. Was übrigens da interessant ist, er hat ein sogenanntes Reise-Viagra. Passen Sie auf, das hat er einfach dabei. Also ich habe es nicht genommen. Haben Sie gesehen? Ich muss vielleicht nach vorne gehen, damit Sie da besser den Einblick haben. So. Sehen Sie? Da passen Sie auf die Stelle auf, das ist das Reise-Viagra. Ach Gott, zum Zeig. Da, sehen Sie, jetzt sehen wir es ganz gut. Das kann man jetzt, also man muss es nicht mehr abfressen. Schauen Sie mal, wie er sich freut mit dem Mühli da. Komm, komm, mach Mühli. Mühli, Mühli, Mühli. So. Und dann kann man das sich da anheften. Dann sehen die Leute gerade, die Damen sehen gerade, ui, das ist einer, der potent ist. Und wissen gerade, wie sie sich einstellen müssen. Und er hat es gerade im Notfall, gerade griffen, bereit und kann es gerade rein tun. Das ist also sehr praktisch. So, jetzt haben wir da, sollen wir eigentlich da unsere Stargäste aus Amerika schon nehmen? Da könnte man vielleicht noch mit der Uriella noch mal schauen. Wen haben wir am Telefon? Der Marcel Wieser. Marcel Wieser? Dann sagt er halt nichts, der Marcel. Hätte mir jetzt gerade eine Reise geschenkt. Ach, Kreta. Uriella. Also, ja. Passen Sie bitte auf folgendes Bild auf. Nein, Uriella. Also das ist jetzt natürlich Kult, was jetzt da kommt. Das ist nicht einfach irgendwie etwas. Man könnte ruhig ein bisschen reinschauen. Uriella da auf dem Weg also zum Gericht. Das ist nicht das jüngste Gericht, von dem sie uns immer vorgeschwärmt hat. Wir kommen jetzt mal endlich da. Sondern Lukas, du hast noch etwas zu wollen sagen. Lukas. Sagt nichts. So, zwei Minuten. Jetzt müssen sie halt die Hause ein Geduld haben oder selber etwas spielen miteinander oder so. So. Jetzt, sehen Sie. Uriella kommt jetzt also da in das Gerichtsgebäude. Ich kann noch vorher, damit Sie sich ein bisschen sehen, wie das dort ausgeht, die Stimmung im Gericht. Da sind also wahnsinnig viele Leute, weil die rechnen natürlich alle mit dem Weltuntergang. Und die kommt da rein. Man hat ihr ja vorgeworfen, dass sie das Bad am Heiß einlaufen lässt und dass sie darum einen Flicken weg hat. Aber sie zeigt da gerade, dass es richtig ist. Nur, ich meine, mit einem Löffel lange ich auch heißes Wasser rein. Das ist klar, das ist kein Problem. Aber das ist eine Geschichte. Aber jetzt passen Sie auf, was passiert. Sie kommt also zum Richter. Sie kommt zum Richter. Da. Führen. So. Das ist der Richter. Und jetzt passen Sie auf, was passiert. Der Richter! Haben Sie es gesehen? Schauen Sie, er fängt zuerst an, ganz sanft Kontakt aufzunehmen, da die Vibrationen zu spüren, die Strömungen. Und jetzt versucht er sie. Sehen Sie? Haben Sie es gesehen? Er hat sie wirklich versucht, sexuell zu belästigen. Und sie bedankt sich aber gleich bei ihm, indem sie ihm da in die Hosen hineinlangt. Vorne, schauen Sie. Sehen Sie das da unten, was da unten alles abgeht? Haben Sie gesehen? Und alles unter dem Deckmäntel vom Ende der Welt. Der hat natürlich, kann man ja im Richter auch nicht übel nehmen. Der hat gesagt, hey, jetzt Ende der Welt, jetzt muss ich noch mal wirklich einen tiefen Zug nehmen von dieser Uriella. So, was ich Ihnen noch sagen kann, ist folgendes. Man hat Uriella gefragt, wann die nächste Sendung ist. Und sie hat folgende Antwort gegeben. Nächste Ventil. Jetzt schon neun Termine und wie dann aussehen. Der Heiland hat uns gar keine Daten genannt. Er hat einfach darauf hingewiesen, dass wir jetzt im Endstadium der Apokalypse sind. Das hat der Heiland Ihnen gesagt. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie beim Ventil mitmachen wollen, wenn Sie Springseile jonglieren oder singen können, dann müssen Sie zu uns kommen. Meldet sich an beim Ventil. Die nächste Sendung ist am 28.10. Und jetzt überlasse ich das Terrain der Steiner Sisters. Hallo! Frank, ich kann nur schnell etwas sagen. Wir haben dir ein Präsentchen. Weil du immer so Mühe mit deiner Gravatte hast, haben wir dir gerade so gerichtet. Das ist so schön, das ist auch so praktisch. Dann würde ich doch mal neben dran stehen, ist das gut für dich? Wenn die dann noch singen, solange die Sendung läuft. Wunderbar. Und nur schnell etwas noch. Dort hat es noch das Presshändchen. Wir haben dich immer auf dem Nackttischchen. Auf dem Nackttischchen? Auf dem Nackttischchen. The real Frankie. Kannst du nachher schauen? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Wenn die schon mal singen, weil die Sendung ist ja dann irgendwann fertig, heute. Das wäre auch schade. Ist sie der Orni? Ist sie der Orni? Parat. Es ist parat. Parat.
Diamond in the back. Put on the shaggy.